Welcome to Summoner's Rift. The unseen blade is the deadliest. Kumoi sinonai hodo. Kuro hanonai seromai. Gotti. Da gucken wir mal. Wir spielen Setti Schmetti. Aber wir haben den Läufer im Team. Die Sängerin. Die Interin. Den Pretzligen. Und den Tobi. Barrier Biker, gar keinen Bock. Okay, gucken wir mal, was so geht. Star Trek. Ja, Star Trek ist auch eine nette Serie. Star Trek, Smart Trek, sage ich immer. Aber, naja, nee, wobei eher Stargate Atlantis war ich eher so. Star Trek war ich, glaube ich, nicht so dead dill. Ja, Uli hat ja einen Buff bekommen gehabt. Der ist jetzt ein bisschen feuriger im Jungle. Aber auf Feuer, ne? Auf Phoenix. Oder nicht? Was ist das hier? Ist das ein Vogel oder ist das ein Flügel? Are you bird? Fragen wir einfach. Ich glaube, das hier ist ein Bird. Bird, Bird, Bird. Okay, Santa Claus. Wir kämpfen gegen Santa Claus. Ist aber der böse Santa Claus. Okay, er hat mit Yes geantwortet. Sehr gut. So. Die Frage ist, Zed, was für Items? Draktarblade, ja, ne? Ich habe letztes Mal dieses Meuchlers Klinge gebaut. Hat sich nicht so geil angefühlt auf Zed. Außerdem wurde ja, also nee. Hat sich nicht zu geil angefühlt. Wenn wir ganz honest und ehrlich sind. Wir sind honest und ehrlich. H und E. Die neuen Folgen. Scheiße. Können wir Vigo töten? Die Antwort ist ja. Kann Vigo uns töten? Die Antwort ist ja. Nein, nein, nein. Ach. Ha! Autotech. Am besten sind natürlich die Qs, wo kein Minion dazwischen ist. Das hier. Oh, naja gut. Hat jetzt auch nicht so gescheppert, aber ist okay. Hat nicht so. Die haben halt Nashus. Nashus wird gebufft, Leute. Nashus. Ja, aber dieses neue League-Game, keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Es gibt ja so viele. Dieses, was so ein bisschen round-based ist, das heißt jetzt Rune King oder was? Und wann soll das kommen? The Rune King. The Rune King. So, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Ich würde ihn gerne hier mit einer Combo HD abgeben. Das heißt, wir machen WE Q. Aber er will nicht. Er spielt Nexus Weiger. Nexus Weiger, Nexus Weiger Tech und Sub. Ah, oh, wirklich nicht getroffen? Aber das gibt halt so, man kann es direkt machen mit der E oder halt indirekt danach. Meistens warte ich. Ich meine, es war knapp, Leute. Lasst uns ehrlich sein. Knapper Wurf. Ja, der war nicht so knapp. So, was haben wir denn? 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 Hallo Lisa, hallo Quimet, guten Tag. So, jetzt probieren wir es nochmal, oder? Ne, diesmal probieren wir den direkten, den slow, geslauten Direktwurf. Geslauter Direktwurf! Okay, der war komplett int. Den nehmen wir nicht, Leute. Der war richtig schlecht. Hier kommt ein Gank und ich bin tot. Ohne Gank erlaubt er sich sowas? Wow. Wow! Wow, das war dreist. Wow! Das ist, als wenn du jemanden per WhatsApp kündigst. Wow! Wow! Okay, gut. Gut, mein Kuttenstein. Akzeptiere ich. Oh, die ist aus Papier. Das ist eine Papierwei. Ich glaube, ich könnte sie töten. Ich bräuchte aber weh. Und sie kriegt ein Schild. Ah, oh, ich weiß nicht, ob ich sie schnell genug töte. Aber Leute, passt auf. Ich bin ja ein Ninja. Und sie macht jetzt Vögel. Scheißenkleister. Hat er gewardet? Nee, hat er nicht. Ich töte sie jetzt bei Birds. Oder bei Red oder so. Oder oben. Ah, Pretzel HD. Ah. Ich weiß nicht. Ich bin unterwegs. Ich bin der unterwegsige Set. Du musst nur ein bisschen Damage machen. Noch ein bisschen. Das schaffe ich nicht. Das reicht nicht. Oder ein bisschen überleben. Ein Tauschot oder so. Ja, ich wäre da. Aber jetzt bin ich da. Aber ich weiß nicht, ob ich da bin. Bin ich da? Wen gehen wir? Werfen! Werfen Nasenattacke! Werf Nasenschlag! Oh, was? Wirklich keiner? Wirklich? Keiner? Wirklich? Och, Menschenmeter. Menschenmeter, wirklich? Aber ich habe noch. Oh, sie ist auch immer noch aus Papier. Die hat nichts, Leute. Das ist eine Vase. Das ist eine Vasenweih. Eine VV. Jetzt ist ihr Schild weg. Schild warten. Poken. Double Q. Nicht so gut. Hallo Mosarki. Hallo Phil. Fröhlichen dritten Advent. Der Sakramente. Ja, mistige Made, Leute. Gutti, McGuttenstein. Schade, war eine gute Idee, aber nicht gut genug anscheinend. Kann man eigentlich auch so Quadrain-Kassett spielen? Also ich meine, Quadrain-Kassett. Wäre das ein Dill? Spricht irgendwas dafür? Spricht irgendwas dagegen? Hallo, logisches Fuchs. Guten Tag.
Tacko, Tacko, Tacko. Okay, wir haben ja schon mal das Draktari Blade. The throne is mine. From House of Draktari. Oder wie man das so sagt. Games of Z. Ja, wir bräuchten. Die Frage ist halt, der. Ja, wir haben jetzt kein Ignite mehr und der weigert halt Barrier. Das ist halt eine nicht geil Compilation. Wir können aber erstmal den. Wir machen mal erstmal wieder ein geiles Blade. Geiles Blade. Oh Mann, das gibt's nicht. Er outtrickt mich. It's not giving. Aber ich lese ihn, Leute. Ich lese ihn komplett. Bald weiß ich, habe ich alles durchstudiert. Vielleicht ein Botlane-Raum? Oh, ist auch Boschel. Wir haben, ich würde sagen, wir machen aber erst 6 schnell fertig. Dann ist es deutlich einfacher. Schnell durchpushen, 6 werden, Roam. Weder hinten rein, einmal durchwerfen den Laden, einmal drehen, fertig. Einmal dodgen, einmal drehen, einmal fertig. Zack. Und jetzt Raumen. Ein schöner Raum auf die Botlane. Die sind noch nicht 6, wenn ich da bin. Da ist eine Weiß. Perfekt, als hätte ich es gelesen. Ich habe es natürlich gelesen. Perfekt. Perfekt, Leute. Das ist very, very perfekt. Flash ich dafür? Nee, tun wir nicht. Wir machen erstmal so. Wirklich? Stirbst du wohl? Okay. Leute, das war First Blood. Geht hier noch was? Ja, da geht noch was. Da geht noch was. Hä, wo ist die hin? Hä, what the fuck? Geht hier noch was? Da geht hier noch was. Hallo. Guten Tag, ich hätte noch gerne. Ich hätte noch gerne. Ich kann doch nicht immer nur nichts kriegen. Gib jetzt doch mal. Gönn doch mal. Was heißt eigentlich gönnen auf Englisch? Wie, also englische Wörter sind immer Englisch. Okay, wir nehmen einfach ein Beispiel. Was gibt's für Wörter? Drink, drank. Trinken, drink. Gönnen, gönn. Ich glaube, gönnen heißt einfach gönnen auf Englisch. Gönnen. Gönn doch mal. To gönn. Ja, ich glaube. Aber ein Ö, es gibt kein Ö in Englisch, oder? Ich glaube, es gibt kein Ö in Englisch. Das heißt, welche Wörter gibt es denn, die auf Englisch Ö haben? Auf Deutsch Ö haben. Expectations. Was für Wörter mit Ö gibt's? Quelle. Öl. Oil. Also O-I. Gön. Doch mal. Gön. Ich glaube, es ist Gön, Leute. Gön. Gön doch mal. Sunny. So. Leute, wir haben wieder Ultimate. Wir sind nämlich hier Ultimate, der ultimative Hunter. Ich bin unterwegs. Hab noch 12 Sekundis, though. In der Zeit würde ich natürlich nicht hier unten durchlaufen, weil das ist ein Ward. Da wollt ihr nicht durchlaufen. Ihr wollt aber vielleicht gucken, ob hier so eine Violence oder so jemand am Steppen ist. Und hier sieht euch niemand. Und wir können jetzt auch immer noch in die Mitte gehen. Natürlich ist Weigo die ganze Zeit am Farmen. Aber jetzt farmen wir halt deren Botlane. Bin unterwegs. Komme. Muss ich irgendwas beachten? Naja, sie kann diese Dodge-Kanone machen. Guten Tag. Guten Abend. Guap. Das war meiner. Seraphin, wirklich? Sera. Gönn doch. Ach, Leute. Ach, Leute. Ja, ich brauche jetzt hier Hilfe, Amadeus Mozart. Ja, ich weiß nicht. Ich würde erstmal die Farm hier machen, wenn ich ganz honest bin. Der Flash war ein bisschen... Also hier sind halt 12.000 Minions, Bro. Ich meine, es ging nur um Protecting the Town. Jetzt ist er mad und nimmt meine Minions. Amadeus Mozart. Wie ist der andere nochmal? Der ihn gehasst hat. Wolfgang. Nee. Billy. Bert. Hubert. Bertram. Wie heißt denn der andere nochmal? Der Nicht-Gönner. Salary. Salary. Saleri. Ludwig, Willi, Jens, Jupp, Sören, Amadeus und Sabrina, nee, ich glaube, du bist hier falsch verbunden. Nee, ich glaube, Salary oder so kommt ganz gut hin. Ja gut, wann Draktarblade, Leute, wann? Wann Draktarblade? When I need! So, gib Platte. Gib, oh ja, gönn. Sollen wir eine Compilation auf ihn machen? Nee. Au.
Okay, wir können jetzt aber das perfekt. Jetzt denkt er nämlich, ich kriege Base. Gehe ich aber gar nicht. Ich gehe direkt wieder Botlane. Eigentlich bin ich natürlich smart, hab gesehen, die haben hier gewardet. Deswegen müssen wir noch kurz warten. W-A-R-T. Warten auf unsere W, damit wir ein Gap-Close haben. Und jetzt ein Goey. Ein Goey, ein schönes Goey. Jetzt ein Goey. Ein schönes Goey. Sie hätte mich auch schneller machen können. Also es macht gar nicht schneller, oder doch? Und Swapne. Swapne, Swapne, Swapne. Oh nein, ich hab's in die falsche Richtung gemacht. Bow! Ich mach die Krake. Sehr geil. Leider macht der Midlaner die ganze Zeit Midlane-Sachen. Was macht eigentlich Udyr? Udyr-Sachen. Ja, ist okay. Ist okay, akzeptiere ich. Allerdings plattet der hier meinen Turm weg, der Penner. So. Ja, die W macht schneller. Ich dachte kurz, dass sie nur bei Schnelligkeit schneller macht. Aber sie macht die auch so schneller. So, sollen wir einfach mal Vigo töten? Vigo ist ja gar nicht so schwer zu töten. Ich bin immer scared, so Barry ist mein Hardcounter. Aber ich glaube, ich überrate ihn. Wobei, ich mache ja auch die Roam-Roam-Compilation. Und eine Vayne nach vorne zu bringen, ist ja auch kein schlechter Deal eigentlich, oder? Ich würde nicht sagen, dass es ein schlechter Deal ist. Was? Das hat nicht gereicht? Klage. So, jetzt haben wir Draktarblade. Wurde gebufft. War der Slow echt vorher nicht drauf auf den Draktarblade? Das haben die jetzt wieder neu drauf gemacht. Man slowt kurz. Schöne Platte. Vielleicht kriegen wir noch eine. Platte Vielmann. Mann, meine Qs ein bisschen reuten immer. Bisschen reuten. Ach, das akzeptiere ich nicht. So, und jetzt rauben wir wieder, oder wie ist der Plan? Wie sieht es aus mit Nashes? 2-1. Botlane wieder ein Watney. Wir könnten natürlich, wir essen erstmal ein paar, das hier sind Limonen. Ja, Leute, die Serafina da unten, die ist doch schon wieder out of position. Da gehe ich doch für einen Dill rein, oder nicht? Frage ist, ob Jenna Ina Zachella da ist, aber ich würde es probieren. Gegen probieren spricht ja nichts, oder? Ja, okay. Heil mich. Heil mich. Guck mal, sie hätte nicht mal das Schild gemacht, Lola Indigo. Und jetzt sterbe ich. Warum macht sie nicht? Hätte sie mich geschildert? Manchmal frage ich mich, Leute, benutzt dein Mana. Du hast voll. Benutzt doch mal deine Spells. Dein W. Alles. Manchmal sind Supporter ein bisschen AFK, Leute. Ich muss immer betteln, damit mich ein Supporter heilt. Kennt ihr das? Das nervt mich mega. Das sieht gut aus. Vielleicht hätte ich das aber überleben können. Kennt ihr diese Situation, wo ihr euch fehlen? Also ich bin da richtig toxisch. Also nicht toxisch, aber... Also passt auf. Ich habe 80% Leben. Wir sind so... Zwar nicht gerade am Fighten, aber es wird gleich ein Fight passieren. So in der Mitte oder so. Und mein... Ne, wir brauchen mehr Kühe. Und mein... Supporter steht neben mir. Hat alle Cooldowns ready, aber heilt mich nicht. Und dann schreibe ich ihn heil mich. Und dann schreibe ich ihm, heil mich. Und dann schreibe ich ihm, heil mich. Und dann schreibe ich ihm, heil mich. Und dann heilt er mich erst. Und dann heilt er mich aber nur einmal und nicht zweimal. Kennt ihr das? Oder bin ich der Einzige, der das kennt? Ich hasse das. Aber ich bin da auch ein bisschen sensibel, weil wenn man seine Spells ready hat, dann sollte man sie benutzen, finde ich. Ich bin ein Fan davon, Spells zu benutzen. Da bin ich ein Fan von, einfach. Könnt ihr jetzt sagen, yo, Tobi, nee, finde ich überhaupt nicht gut. Ich benutze meine Spells nie. Würde ich? Na, ich würde es nicht akzeptieren, aber... Ich würde, also, ja. So, Platten sind jetzt weg. Das heißt, wir gehen jetzt pushen und Botlane. Bin unterwegs, komme. Bin gleich da. Plot ist drin. Was ist ein Spell? Ja, genau. Zum Beispiel jetzt machen wir so. Dann machen wir so. Und dann warten wir. Und dann machen wir so. Und dann machen wir so. Und dann stirbt sie. Ich habe noch einen Flash Ignite, aber... Ignite. Ja, ist okay. Ist okay. Ich hätte noch ein bisschen warten sollen mit meiner Ultimate, aber es ist okay. Es ist okay. Dafür haben die aber Drache bekommen. Ne, haben die nicht. Haben die nicht. So, wie sieht's aus mit Vigo? Vigo Reno, Pepper Reno. Ich bin nachtragend, Leute. Ich bin nachtragender Mensch. Ich muss jetzt Seraphine irgendwas schreiben. Ich werde Seraphine jetzt was schreiben. Seraphine. Nein, nicht. Hör auf. Lomanski. Otter haben häufig einen Lieblingsdien. Cyber waren ihn in einem kleinen Butel unter ihrem Arm. Wenn sie ihn nicht brauchen. Jetzt wirklich? Also ich meine wirklich, wirklich? Also wirklich, 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 wirklich? Das klingt mega cool. Lomanski, danke dir. Und guten Tag, Stefan.
Also wirklich? Also, aber Otter sind auch wirklich? Aber was machen die denn mit dem Stein? Haben die da, machen die irgendwas damit? Otter sind die cute, sind so cute, Leute. Ich wäre auch gerne ein Otter. Ein Otten. Otten, ich meine, ich habe echt viel gemeinsam mit Otten. Wir beide mögen Erdnüsse. Wir beide mögen Wasser. Und wir beide sind süß. So, Botlane geht was. Botti, Botti, guck mal. Leute, die Wei ist aus Papier. Komplette Papierweih. Das heißt, wenn sie jetzt hier gleich langkommt, ulte ich sie. Es ist eine Papierweih. Sie ist aus Papier und mit Papier. Das ist natürlich nicht so geil, aber ich würde trotzdem so machen, so machen, so. Papierweih, ich sag's mal wieder. Was? Wo? Wer? Wie? Was? Das schaffe ich nicht, die hat Lifesteal. Oh, gefailt. Ich habe gefailt 1000. Wo ist ein Udyr eigentlich? Das war gefailt ein. Also ja, ich hätte für Seraphina gehen sollen. Seramira. No. Ja, es war nicht so. Guti Mac-Stein. Ah. Ah, Medomade. Aber sie ist auch immer noch zu stark, ganz ehrlich. Außerdem, dieser Immortal Schildblau ist auch noch zu stark. Sie ist zu stark, Seraphina ist zu stark. Alles zu stark. Depp. Otter hat ein Händchen beim Schlafen. Ja, Otter sind die besten Tiere, Leute. Warum sind wir keine Otter? Warum sind wir keine Otter? Ganz ehrlich. Ich glaube, die Welt wäre besser, wenn wir Otter wären. Er hat ein Stundenglas gebaut, dabei kämpfe ich gar nicht gegen ihn. Brudi. Brudi, 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 was ist er für einer? 2-0. Ja, wir stehen so 2-2. Insgesamt noch nicht so geil. Eigentlich standen wir gerade geil, aber jetzt stehen wir nicht mehr so geil. Aber gucken wir mal. Alles ist noch im Dill, Leute. Der Dill ist noch da. Makeable. Make a Dill. Pick a Billy Dilly. So, wir haben jetzt auch Mergoris. Hallo, ich hab geultet! Außerdem, wie hat mich das getroffen? Hat, das war nur seine Q, oder? Hat mich die W getroffen? Die W hat mich gar nicht getroffen, oder hat die mich getroffen? Die E. Die W. Die W. Ich meine die E. Also die W mein. Also die E. Oh Mann, der hat Barrier, das scared mich so. Ich sollte nicht so scared sein. Ich engage den Brody jetzt. Oder ich gehe wieder Bot. Oder ich tue so, als würde ich Bot und engage ihn. Oder ich engage ihn und tue so als... Ach, weiß ich nicht. Oh, das ist eine Wahl. Ne, ja, nee, 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 ja, nee, 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 ja, nee. Slap, 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 slap. Jetzt sind die beiden in der Mitte, müssen hier ein bisschen aufpaschen. Wir könnten aber auf oben gehen und den, aber entweder kommt Janaina Zarella auch nach oben oder wir fangen hier den Vaigo ab. Allerdings ist Vai auch noch hier. Vai und Vaigo haben die halt, die beiden. Leute hier, also ja, also wir könnten hier warten, weil es könnte sein, dass die gleich langlaufen. Aber, okay, da ist ein Go. Machen wir ein Go. Ich gehe auf Violence, glaube ich, oder? Auf wen gehe ich? Auf niemanden? Leute, okay, wir werden alle sterben. Jeder wird sterben, alle werden sterben. Ihr seid alle tot. Jeder wird sterben. Ich werde nicht sterben. Pretzel wird sterben. Niemand wird sterben. Das reicht nicht. Doch, es reicht. Perfekt. Hätte vielleicht nicht zurückspringen müssen, aber da wird noch jemand sterben. Ha, geprankt. Ich gehe nämlich eigentlich auf ihn und jetzt hat sie... Jetzt hat sie nämlich den Weiger verkauft. Sehr schön und gut und sehr und schön und gut und sehr und schön und gut. Das war okay, aber es war sehr schön und gleichzeitig gut. Trotzdem war es nur okay. Ich meine, wir haben 4 Leute gekillt. Depp, 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 depp. Tobi, du lässt dich immer baiten, wenn jemand super safe spielt? Baiten into what? Ja, ich hasse es, wenn jemand super safe spielt, das ist schon richtig. Deswegen hasse ich auch Barrier, deswegen ist Barrier ein Hardcounter für mich. Weil ich dann nämlich ungeduldig werde und wenn ich ungeduldig werde, werde ich hungrig und wenn ich hungrig werde, dann werde ich eine Diva. Und wenn ich eine Diva werde, dann mache ich Dinge, die nicht gut sind. Dive jemanden, obwohl es keinen Sinn macht. Ja, was die Jenna forte, die wollte mich natürlich insecken, ne? Aber you don't just insect Tobi. You don't, Leute. Wie wurde denn das Ding jetzt eigentlich verändert? Das wurde schon genervt, oder? Sieht aber, ja, das hat glaube ich ein bisschen weniger Lidl dabei. Aber ein bisschen mehr Attack Damage, oder nicht? So, wir könnten jetzt, wenn jetzt jemand nämlich zum Drachen kommt, ihn abfangen. Allerdings sind die alle oben. Es könnte also sehr gut sein, dass jemand alleine kommt. Oh, da ist Violence. Wir fangen sie ab, wenn sie weggeht. Sie darf den aber nicht klauen, Leute. Darf sie nicht.
Oh, hat sie aber. Darf sie nicht, hat sie aber. Wir gehen jetzt hier für Frau von uns zu. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Es ist okay, though. Oh, nicht Weigo. Nein, nein, nein. Au, 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 au. Ja, Mann, ey. Was machen wir gegen Weigo? Kann ich da irgendwas machen? Edge of Smite oder so? Wie viel kostet der Sammler? Machen wir eben den Sammler fertig. Sammeln ein bisschen Geld. Eigentlich müssen wir das Item first bauen, noch nicht, damit es worth ist, oder? Aber bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nee, da bin ich raus, tut mir leid. Du hast mich letztens auch sterben lassen. Außerdem wollte ich back. Außerdem hätte ich auch nichts machen können. Was hätte ich machen können? Außer nix. So, was kaufen wir denn so? Sollen wir Edge of Night? Irgendwie sind dadurch. Ich finde Yumus nicht mehr gut, Leute. Naja, jetzt geht Yumus. Ich meine, es hat jetzt mehr AD, oder? Vielleicht ist Yumus okay. Weil wir ja unser Tempo. Also, ich finde es nicht mehr so gut, weil kein CDR mehr drauf ist. Aber wir haben ja jetzt CDR auf Draktarblade. Vielleicht ist es dadurch okay, oder? Oder entweder Edge oder Black Cleaver. Black Cleaver wäre gut gegen Najos. Falls er ein Dill wird. Nee, Weigerbuffen ist kein guter Plan, Brudi. Passt auf, jetzt. Passt auf. Naja, dann nicht. Ich dachte, die kommt nochmal wieder. So, was können wir machen? Was können wir machen? Wo können wir machen? Wie können wir machen? Was, wo und wie? Ja, also statsmäßig ist ein Ausbaufähig, aber wir sind jetzt nicht komplett am Ende, Leute. Es ist okay. Dafür, dass ich einmal im Jahr Set spiele, ist das okay. Es ist okay. Guten Tag! Oh Mann, Ometa! Ja, wieso kommen denn alle sofort? Hatten die Vision? Ich habe immerhin noch einen Janaina Zachella gekillt, aber trotzdem. Kann es sein, dass die am Sammler gestorben ist? 25 Gold worth. Worth, worth, worth. Haben wir bekommen 25 Gold? Ja, oder? Worth, worth, worth. Wieso steht nicht, wie viel Geld wir gesammelt haben? Wieso steht das hier nicht, Riot? Ihr entwickelt ein Item, was mir sagt, ich krieg 25 Gold, aber ihr sagt nicht, wie viel Gold ich gefarmt habe. Okay, wir brauchen den hier. Und wir kaufen... Was kaufen wir jetzt, Leute? Jetzt mal ehrlich. Hose runter und sagen, was ich kaufen soll. Black Cleaver ist immer gut, oder? Brauche ich Yumus? Jetzt mal ehrlich gefragt. Ich glaube nicht. Wir kaufen jetzt Ditte. Ditte, Ditte verkaufen wir. Und jetzt haben wir richtig schön viel CDR. Ich liebe CDR. Ja, Weigerbuffen ist keine gute Idee, weil Weiger mich die ganze Zeit schon tötet. Er steht 4-1. Warum soll ich mal den buffen? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Ich hab gerade einen Mann da noch moi. So, okay, wir müssen uns jetzt ein bisschen konservieren, Leute. Wir gehen jetzt mal kurz, lass uns kurz smart sein. Wir gehen zur Botlane und farmen. Wir farmen XP und Geld und Level. Und Level und Geld und XP. Für einen kurzen Moment, sodass wir Level 14 kommen. Und dann overwhelmen wir die Gegner. Ich finde den Plan äußerst gelungen. So. 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 Gib, 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 gib. Gib, 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 gib. Na. So, da ist Nashus. Meint ihr, ihr könnt... Okay, nee. Aber meint ihr, ich könnte Nashus besiegen? Hier, ja, könnten wir eine Trap-Compilation machen. Oh, das will sie vielleicht clearen. Wie tanky ist sie? Sie ist aus Papier, Leute. Papierweih. Sie hat ein bisschen Armöre, aber nicht viel. Eine komplette Papierweih. So. Ich würde gerne noch eine Wave nehmen. Ist aber, glaube ich, gerade schwierig. Wir gehen mal die Mitte covern. Könnte sein, da, und Toplane ist ganz viel Action. Wir gehen mal schnell. Wichtig ist, man sollte niemals das Kluge machen, sondern immer das, was nicht klug ist. Weil das, was klug wäre, wäre hier zu splitten. Was nicht klug wäre, ist hier oben zu fighten. Aber mein Team fightet hier. Und deswegen sollte ich hier auch mit hingehen. Allerdings weiß ich nicht, ob hier noch was geht. I think no. Ich würde aber natürlich probieren. Guten Abend! Ach, Leckomade, ey. Ja, Leckomade. Okay, es war nicht klug und es war dumm. Ist eigentlich alles, was nicht klug ist, automatisch dumm? Oh, Mann. Das war halt richtig dumm. Und ich habe aber auch Hunger, Leute. Aber ich habe zum Glück noch, hier. Hier ist Schmierse. Was ist eigentlich euer Lieblingsspiel von diesem Jahr? Hattet ihr dieses Jahr ein Lieblingsspiel und einen Lieblingsfilm? Ich weiß gar nicht. Ich meine, ich spiele ja nicht so viele Spiele.
An enemy has been slain. Was waren denn so die Hits? Wer hat dieses Toshima gespielt oder wie das heißt? Hiroshima? Nee. Schwert des Hoshimas. Tsushima. Animal Crossing war auch ein Deal. Aber Animal Crossing hat auch sehr abgenommen, ne? Sehr abgenommen. So wie Beate 25 im Fitnessstudio. Okay, Leute, lasst uns mal jetzt. Wir sind richtig dumm gerade. Lass uns mal was machen. Tony Hawk. Boah, ich habe damals Tony Hawk gespielt, aber Pro Skater würde ich das nicht nennen. Das war eher Feed Skater. Ja, wir brauchen die Erddrache. Ja, also, gibt es eigentlich jemanden, der sagt, Death Stranding war mein Favorit dieses Jahr? Meine Death Stranding? Es war ja, also, naja, es ist halt nicht das, was viele wollten. Wir müssen jetzt smart sein, von hinten. Das sieht nicht gut aus, Leute. Ich habe ein bisschen Troubleshooting gemacht, muss man zugeben. Ich bin tot, ich bin tot, ich lebe, ich bin tot, ich lebe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann ich hier Bananen essen? Einmal drei Bananen, bitte. Also ich habe halt hinten in die Trip, ich habe drei Leute beschäftigt. Ich habe zwar keinen gekillt, aber ich habe Troubleshooting gemacht. Kam letztes Jahr, ja, okay, aber trotzdem, na, hier, letztes Jahr, echt, Death Stranding? Naja, also ich fand halt, Death Stranding hatte was. Ich meine, es war, das Problem war, glaube ich, dass niemand wusste, wie das Gameplay ist. Und dann sind die Leute natürlich enttäuscht, ne? Das ist genauso wie bei Bibis Song. Leute, Bibi macht einen neuen Song. Alle so, ja, geil, oder also alle Bibi-Fans. Und dann kommt da so ein Kinderlied. Ne, das ist halt, wenn du nicht weißt. Ich meine, der Vorteil darin liegt natürlich ganz klar, dann kauft sich das jeder. Weil du nicht weißt, was kommt. Aber dann sind natürlich auch mega viele pisst. Also was lieber? Viel Geld? Und Leute, die dich haten? Und dein Spiel runtermachen? Oder lieber weniger Geld und einen guten Score? Das ist die Frage. Das ist die Question. Ich meine, ich fand, es sah jetzt nicht so schlecht aus. Hatte coole Grafik, hatte gute Szenen. Ich glaube, das Problem, was ich bei Cyberpunk, also nicht bei Cyberpunk, bei Death Stranding hatte, ist, dass das Spielsystem sehr schnell abgenutzt war, oder? Ich meine, schöne Landschaften, das ist halt kurz cool, aber auch nicht permanent dann. Das ist für einen Moment, wenn da Musik eingespielt wird, nett. Aber irgendwann halt abgenutzt. Und das Gleiche mit dem Kampfsystem. Am Anfang so denkst du, wow, okay, ich muss mich aus diesem Turbo-Todesschlamm rauskämpfen. Und irgendwann denkst du einfach, ja, mein Gott, scheiß drauf, hier, jetzt geht weg, keinen Bock gerade, geht weg, lasst mich in Ruhe, so. Ne? Ich glaube, das ist der Jumping Point. Wirklich? Du dodgst mich jetzt? So, was, lasst uns klug sein jetzt wieder. Oben ist Action. Ich bin aber klug und weiß, dass Janna Ina Zachella gerade hier langkommt. Okay, nee, sie ist wieder hier hingegangen. Das heißt, wir könnten jetzt entweder eine Backdoor-Compilation machen oder eine Abfang-Compilation. Ich würde für die Abfang-Compilation gehen. Ich bin aber hier und bin bereit für alle Schandtaten. Das heißt, wir sind genau hier. Wir können in die Mitte kompilieren. Oder wir kompilieren jetzt, wenn einer runterkommt oder da oben ein Fight entsteht. Ich würde aber eher für Jenna oder für Vago gehen. Oder für beide! Beide Attacke! Die großartige Beide Attacke! Und der. Beide Drehungen! Schön, 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 schön. Autsch. Samira Ina Zachella ist noch irgendwo hier. Muss man ein bisschen aufpassen. Rudi, renn. Du bist ein Rennmann. Renn doch, Mann. Gotti. So, Black Lever Smeaver ist fertig. War Post-Simulator mit schöneren Grafik. Naja, aber ich meine, es gab noch keinen Post-Simulator, oder? Und ich meine, hätte halt Death Stranding draufgeschrieben, hey, das hier ist Post-Simulator, dann hätte sich auch niemand beschwert, oder? Aber dann hat sich nämlich Tim13 den DRL-Simulator gekauft und wollte aber eigentlich Fortnite. Und dann hat er natürlich sofort geschrieben, ja, hey, dieses Spiel ist voll doof. Mann, die springt immer durch mich durch, das olle Stück. Und deren Lifestyle, hallo! Hallo, Leute, wieso seid ihr alle tot? Ey, ihr Lifestyle, ne? Ganz ehrlich. Ich meine, ich muss die Tür mal nach hinten machen. Ich habe bis jetzt immer noch nicht gecheckt,
wie Samira funktioniert. Sie dasht immer durch mich durch nach hinten, oder wie ist das? Ja. Hinter mich durch. Also muss ich nach hinten queuen. Ich mache immer nach vorne, weil ich dumm bin. Hallo Supit. Pause-Simulator verfolgt sich nicht gut. Ja, aber wenn du halt draufschreibst, hey, Flughafensimulator. Und du dir dann Flughafensimulator kaufst und dich beschwerst, dass du halt Flughafen simulieren musst, dann ist man ja selber dumm. Aber, ne, wenn du weißt, was draufsteht und das auch drin ist. Brave the shadows, find the truth. So, was ist Masse? Die haben halt Samira, Zafira und die haben Nasus. Was haben wir? Mord ist jetzt nicht schlecht. Udyr nimmt natürlich mit der Zeit ab. Wir haben eine Vayne. Wir haben mich und wir haben Seraphine. Gut, haben wir einfach mal alles aufgezählt. Was können wir machen? Wie können wir was machen, was cool ist und klug? Cool und klug. Wir könnten Morde pusht gerade Toplane. Das heißt, er wird wahrscheinlich jemanden nach oben baiten. Und den töten wir. Möglicherweise. Das heißt, wir machen den Substraninator an und fangen jemanden ab. Das Problem ist, es könnte Vago kommen. Oder Seraphina plus Janaina, Zarella. Wir warten einfach mal und lunzen. Allerdings kommt Drache-Schmache auch gleich. Ne, Drache ist wichtiger, Leute. Drache ist wichtiger. Okay, was können wir beim Drachen machen? Wir könnten die Gegner töten. Wir könnten den Drachen machen. Leute, wir brauchen jetzt hier Drachen-Action. Also, beste wäre, wenn ich hier wäre. Zum Beispiel. Aber allerdings bin ich nicht hier. Ich bin nämlich hier. Leute? Hallo, Leute, was ist mit... Leute, wieso kommt niemand? Hallo, hä? Er ist unten und er ist oben. Leute, hä, Drache? Keine Ahnung, oder was? Seele? Hallo, Seele? Ja, sie ist tot, verkauft sie. Ja, Leute, also... Ich weiß nicht, dann... Leute, also... Da müssen wir jetzt aber den Turm hier kriegen. Leute, wieso kommt denn niemand? Nobody. Nobody knows. Das war jetzt Quatsch mit Soße, Leute. Guys? Drake? Ach, Leute. Ja, mit TP wäre okay gewesen, aber es hat wirklich keinen Sinn gemacht, weil Ude nicht da war. Aber warum war Ude nicht da? Oh, ich lagge. Warum war Ude nicht da? Mann, ich hätte Weiger bestimmt 12 Mal pro Minute töten können. Hätte ich ihn einfach mal ein paar Mal pro Minute getötet. Ja, aber ich habe mich da ein bisschen... Na gut, ich habe geroamt. Das war jetzt nicht so, als hätte ich nichts gemacht, ne? So ist ja nicht. Ich klaue hier noch einen. Oder zwei. Ha, 24 Gold. Weil Botlane reingepusht war. Ja, aber mein Gott, dann lässt du die 10 Minions an dem Full-Life-Tower abprallen. Ich meine, was ist größer? Die Seele plus 6% Armor und Magie bei 2 Tanks im Team. Oder 12 Minions. Ihr habt gesehen, dass Bot gepusht war, aber das ist ja kein Grund. Oder ist das ein Grund? Das ist ein Hindernis, aber kein Grund. Also sage Moi. Sage Moi. Wäre das jetzt ein Nexus gewesen? Ja. Aber es war nicht der Nexus. Und jetzt haben die halt auch Barun, Five und alles. Ne, Barun, Five läuft jetzt aus. Okay, wir müssen jetzt aber hier von hinten rein kompilieren. Okay, da war ein Ward. Oh, die tötet mich jetzt gleich wieder. Geh weg. Alter, was soll das? Wer soll das alles clearen? Tötet sie. Ah, haha, perfekt. Ich. Die Antwort ist ich. ICH. Pass auf, wir machen einfach mal so. Einfach mal nur so, 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 so und raus. Einfach mal gucken und testen. Komm, komm nochmal her. Komm nochmal her. SniperXLord.de von DEs unterstützt. Lass mich raus, okay, fast. Ba 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 ba. Ach so, ja, hier, das ist der Subscriber, der steht da, deswegen. Guter Punkt, hier, der Lomanski. Da steht da der Subscriber. Muss man mal schöner machen, man aber passt. So, gut, was kaufen wir jetzt? Was kaufen wir jetzt? Was kaufen wir jetzt? Brauchen wir... Ich glaube, wir brauchen hier Armor Penetration. Die haben richtig viel Armöre. Wäre... Black Cleaver haben wir. Wäre entweder der Bogen oder was ist mit dem, Dill?
30% Armor Penetration. Also das hier hat 30. Was hat denn der Bogen so? 45, 30. Der Bogen hat 30, 35, 25. Hä, voll kacke. Hä, der ist ja voll kacke. Ist das der, der voll kacke ist? Hä, dann kaufe ich doch lieber... Okay, der ist halt günstiger, aber dann kaufe ich doch lieber den, oder nicht? Ja, ist 500 Gold weniger, aber hier ist auch noch Haschte drauf. Der andere macht halt Max Damage gegen, also gegen Ziele mit viel AP, aber... Ja, mei. Ich sag da höchstens ja, mei. So, Leute, was geht hier noch? Bin unterwegs. Hä, was ist denn das für eine Jenna, Alter? Ist das hier... Komm, go, 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 go. Nedo! Cluedo-Sprung! Wow, dieser Cluedo, habt ihr den gesehen? Cluedo-Drehung! Wow! Wow, ist das ein K.O. Wow! Schön! Jetzt embrilliere ich gerade. Schön! Schön! Was? Ja, ohne Witz, dieser Stein, ne? Das ist nicht ein Eisenstein hier. Ist die Pistole eigentlich immer noch so gut oder nicht? Ich glaub schon, oder? So, wir gehen mal Botlane. Don't die. Leute, geht mal weg da, da gibt's nichts mehr. Regel Nummer 1, wenn es nichts mehr gibt, gibt's nichts mehr. Regel Nummer 2, wenn es nichts mehr gibt, dann gehst du weg. Oder du bist swag. Funktioniert nur noch auf Champs, ja, ist ja egal, oder? Hat das jemals jemand zum Last Hitten benutzt? Nein, oder? Ich meine... So, völlig... Oh, wir haben jetzt hier das Ding... Ne, haben wir noch nicht. Wir haben gleich richtig viel Haste, Leute. Richtig viel Haste. Unabsichtlich. Nein, was heißt unabsichtlich nicht, aber es war nicht absichtlich. Das Problem, was wir haben, ist... Das kann... das glaube ich nicht. Hä, wie hat die das gewusst? Das hat die doch nicht gewusst. Das hat die nicht gewusst. Oder die hat gesehen, dass ich da reingelaufen bin und hatte ein Ward da. Das ist jetzt schlecht, muss ich zugeben. Aber Serafina ist auch noch unterwegs. Und das ist nicht schlecht. Wir können von hinten rein kompilieren. Wir machen eine schöne Back-Compilation. Ja, vielleicht aber auch nicht. Das Ding ist, ich glaube, die wissen, dass ich hier bin. Ja. Ich lebe! Da kommt gleich irgendeine Janaina-Sache rüber. Ich laufe und lebe, ich laufe und lebe, ich laufe und lebe. Weh, 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 weh. Der Weiger verfolgt mich noch. Der ist nicht im Fight, oder? Allerdings sterben die da gerade. Ich bin aber der Mann mit den Klingen. Ich bin noch da. Ich wäre noch da. Wow, Svenno, weh, du. Wiu. Okay, schön, 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 schön. Gut. Guti, gut, guti, guti. Zack. Hätte ich nicht, Leute, hier und da seht ihr einfach mal Tank Design. Hätte ich gerade nicht, oder hätte ich in diesem Spiel nicht mehr Kühs gekauft, wäre ich gestorben gerade. Hab aber mehr Kühs gekauft. Das heißt, je mehr Tank ihr geht, umso stärker seid ihr. Ich bin natürlich nicht so einer, aber, ne? Full Tank, full Beste. Ne? Full Tank, full Beste. Wow. Boah, auf Burger hatte ich richtig Bock. Und Döner. Burger und Döner. Mega Bock, Leute. Mega Bock. Mit Cocktailsoße. Also der Döner. Wobei, jetzt lasst mal kurz ehrlich sein. Cocktailsoße ist immer geil, oder? Man könnte sie auch auf dem Burger machen. Gibt's wahrscheinlich oder auch, oder? Ja, Döner hatte ich auch schon bestimmt 2 Tage nicht mehr. Nein, schon länger. 2, 3 Wochen. Oh, geil, ein Red. Was, warum ist denn der so blau? Was habe ich mit ihm getan? Habe ich ihn gesklaut mit meinem Drakkarblade? Nee. Okay, wir warten jetzt hier. Wir sind der Warter, Leute. Nee, wir warten hier. Hier ist eine perfekte Warting-Location. Und jetzt können wir nämlich... Sollen wir mal gucken, ob wir... Oh, da war... Wir warten hier, Leute. Auf den richtigen Moment. Das ist da, worum es geht. Auf den richtigen Moment warten. Und dann in den Rücken rein. Rücken-Max, Zerfetzer! Und jetzt gehen wir nämlich auf Violence. Und jetzt gehen wir raus. Und jetzt gehen wir aber wieder rein! Hallo! Ja moin! Sinnunai! Kudo hai yo hai! Oi 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 oi! Kudo! Kudo 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 kudo! Oh moin! Sinnunai! Mosch mosch! Die Mosch mosch Drehung! Zwa! Warum werden die blau? Was mache ich? Sloan?
Wird jeder Gegner blau, weil ich ins Blaue? Nee. Warum werden die blau hier durch? Ach, das Ding. 30% Abilities. Ja gut. Oh, ich hab wieder Ultimate, Leute. Die ist auf jeden Fall tot. Slow! Slow Blades! Wow! 14,6. Guck mal, kann man nichts sagen, Leute. Ja. Kann man nichts sagen. Aber warum liegt hier eigentlich Stroh? Warum liegt hier eigentlich Stroh? Das ist die Frage. Danke dir, Kid. Merci beaucoup, sagt man da. Vielen lieben Dank. Wow, 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 ist das ein Kau. Danke dir, Mr. Kid. Oh, nochmal ulten, ulten, ulten. Oh, sie wollte mich noch killen. Schön! Schön, 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 schön. Das war richtig, richtig schön. Gut, schön. Schön. Gut und schön. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Und warum hast du eine Maske auf? Das sind die Fragen, die uns alle stellen.